Caridio Image und Eventfilmproduktion. Blockchain und Kryptographie. Die Technologie und die Anwendungsmöglichkeiten interessieren dich? Hier in Bad Neuenahr, genauer im Dorin Park Hotel, fand eine Veranstaltung mit dem Finanzexperten Bodo Schäfer statt. Als Gastredner war Dr. Julian Hosp eingeladen und begeisterte mehr als 500 Teilnehmer. Hinter Dr. Hosp steht und arbeitet Team Julian. So nannten wir spontan die überaus sympathischen Menschen, die hier alles am Laufen halten. Patricia, seit wann bist du im Team Julian und wie kam es dazu? Jetzt ungefähr seit 6, 7 Jahren, und die Arbeit macht besonders, dass es auf jeden Fall sich gar nicht wie Arbeit anfühlt. Also wenn man wirklich sehr viel gemeinsam erlebt mit dem ganzen Team, mit Julian und Bettina und natürlich auch den anderen, dann ist es mehr wie ein großes, langes Abenteuer, sage ich mal. Und es kommen immer wieder neue, spannende Bereiche, Aufgaben, Themen hinzu. Also es wird niemals langweilig, ja. Was ist deine Aufgabe im Team? Ich gucke eigentlich so nach der Organisation. Passt alles? Ist das Interview vorbereitet? Sind die Kryptonights vorbereitet? Haben die Teilnehmer ihre Tickets? Also ich koordiniere das Ganze, helfe dann auch beim Team mit, weiß jeder, was er zu tun hat, mache so ein Briefing davor. Und ansonsten auch, wenn Julian gefragt wird, ob man vielleicht vorher sprechen könnte, schaue ich mir das an, oder Kooperation. Genauso auch ein bisschen Richtung Business Development. Also mit wem könnte man vielleicht eine Kooperation machen? Was ist interessant? Wo sollte es hingehen? Ich sage immer so, wir sind ja doch noch ein sehr kleines Team, und da ist man dann mit many hats, sagt man ja im Englischen, immer versorgt. Das heißt, man macht ganz viele verschiedene Aufgaben, und ich sage mal so, im Team bin ich diejenige, die am liebsten unter Menschen ist und immer sehr outgoing ist, und deswegen alle Bereiche, die da irgendwie dazukommen, mit Menschen in Kontakt zu sein, zu telefonieren, zu treffen, zu machen, übernehme ich sehr gern. Was magst du an deiner Arbeit? Was treibt dich an? Es ist, wie ich vorher schon gesagt habe, sehr spannend, weil es immer wieder neue Sachen gibt. Also es gibt immer neue Themen, neue Sachen, es passiert wahnsinnig viel. Und jetzt seit 2, 3 Jahren sind wir ja verstärkt im Kryptobereich. Also wirklich, dass die Leute es auch kennen und wir viele große Events oder größere Events machen. Und dadurch ist, wir sagen immer, ein Tag in der Kryptowelt ist so wie ein Tag oder ein Jahr im normalen Leben. Es passiert so viel, es gibt so viel Auf und Ab. Und das ist natürlich sehr spannend, dass man ganz viele Dinge mitkriegt, viele verschiedene Einblicke hat. Man lernt sehr viele spannende Leute kennen, und das ist eigentlich ja sehr abwechslungsreich, das ist sehr schön. Was ist das Besondere an Julian? Was glaubst du, worin liegt sein Antrieb? Was er wahnsinnig gut macht, ist, dass er neue Ideen einbringt. Er ist ein richtig großer Denker, also think big, ne? Total groß, bringt immer neue Ideen ein. Und selbst wenn man jetzt denkt, boah, jetzt haben wir es gefunden, nein, es geht noch ein Tick besser, und dann machen wir das auch. Also wir ruhen uns wirklich niemals aus. Und ich würde jetzt, um Gottes Willen, niemals sagen, dass jemand im Team irgendwie sagt, man ruht sich gern aus. Doch es ist schon so, dass man denkt, ach, jetzt haben wir diesen Sweet Spot doch gefunden, es passt. Und dann kommt nochmal so, nee, es geht noch besser. Und so immer dieses stete Stückchen nach Verbesserung, immer dieses Weitermachen, das kommt, hat definitiv jeder bei uns im Team dabei. Ich glaube, ansonsten klappt es auch nicht so im Team. Aber das kommt vor allem vom Julian, dass er wirklich sagt, okay, und wir bleiben dran, wir machen weiter und wir machen weiter. Und da ist er wirklich sehr, sehr, sehr stark drin, ja. Dankeschön. Danke. Informationen findet ihr hier. Erlebt weitere Videos zu Dr. Julian Hosp und anderen namhaften Unternehmern in unseren Kanälen. Caridio Image und Eventfilmproduktion.